Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Big Charity Clash. Wir haben uns einiges überlegt. Wir unterstützen den Straßenkinder e.V., der über 37.000 Jugendliche und junge Erwachsene, die jährlich auf die Straße geraten, unterstützt. Und präsentiert wird das Ganze von Philips OneBlade. Ja, hallo, ich bin Felix, bin 30 Jahre alt. Ich spiele sehr gerne Counter-Strike und meine Hobbys sind Pferde und Briefmarken. Röfchen, willst du vielleicht anfangen, dich einmal kurz vorzustellen? Der Druck war hoch, aber ich habe es hinbekommen und ich habe uns den ersten Punkt geholt. Was? Okay, das ist jetzt aber hier, das ist sehr, sehr, sehr dolles BM. Irgendwas zur Leistung zu sagen? Ja, wir hatten Probleme mit dem Feuer. Irgendwie war die Küche ein bisschen heiß. Das ist eine Performance, die du in deinem Leben noch nicht gesehen hast. Also du hast auf jeden Fall bis jetzt recht, das ist eine Performance, die ich mein Lebtag noch nicht gesehen habe. Ich schneide dir nur das Gemüse, okay? Also. Das Game hat gebuggt. Und es ist eigentlich unsere Schuld. Eieieiei. So, der Sieg ist für dich, Benni. 4, 3, 2, 1. Alter Schwede. Ich darf auch einen Unterhandwurf machen. Nein. Ja, klar. Nein? Nein. Darf man nicht? Nein. Warst du schon mal auf einer Dorfparty? Nee. Komm schon, Dorf, ich glaube an dich. Nein. Oh, let's go. Wie ärgerlich. Ich brauch das jetzt von euch, dass ihr jetzt einfach fertig macht. Guck mal, besser kann man nicht werfen. Ja! Besser kann man ihn nicht werfen. Ja! Geht nicht. Du machst das auf jeden Fall sehr professionell, Roman. Als erstes wird spielen Team A gegen Team C. Hast du deinen Wunschschläger gehabt? Oder ist es dein Wunschschläger? Nee, aber ist okay. Aber es ist auch vollkommen egal, weil einer von euch muss mit diesem wunderschönen Ding spielen. Den gibt's leider. Jetzt mach ich nicht noch kaputter, als er schon ist. Das ist leider das, mit dem du jetzt arbeiten musst. Alter Schwede, hoi, 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 hoi. 9-6 für Roman. Oh mein Gott! Habt ihr euch das vorher schon überlegt, dass ihr jetzt noch den Joker ziehen wollt? Ja, wir waren uns relativ sicher, dass wir jetzt mal ein paar Punkte brauchen. Oh, deutlich. So. Rüfchen kleckert natürlich wieder ganz bodenvoll hier. Brauchen wir gleich wieder jemanden erwischt. Flashback. Gedrückt halten, die Item-Taste. Warum machst du sowas? Gedrückt halten. Ja, warum hilfst du? Ist das auch ein Tipp für dich? Was für Tipp? Ich hab nichts. Im Moment nicht. Ja, ich hab ja nichts. Schau, ich fahr einfach nur. Ich fahr clean the lines. Siehst du das? Schau, ich bin clean. Aber du musst halt auch driften. Warum? Driften? Hier kann ich driften. Ist ja okay. Schau, ist ja okay. Ich habe kein Speed. Das ist kein Skill-Game, wenn der Race-Driver einfach der Schlechteste war. Also, da ist irgendwas falsch. Aber ja. Ich glaube, irgendwas an den Einstellungen oder so. Aber ja. Das gafft. Ich glaube, es ist gafft. Also okay, das muss. Eigentlich. Luigi mit dem krassen Dodge. Oh mein Gott. Nein. Wer ist Luigi? Christian Spiel ist das. Alter Schwede. Alter. Legende. Okay. Doppelter Gewinner. Peach. Oh, ja! Oh, ja, oh mein Gott! Oh. Nein! Oh. Ja! Das hat doch ganz gut. Das ist das Quake-Game. Komm, 1 gegen 1 jetzt. 1 gegen 1 jetzt. Jawohl! Let's go! Pilsen mit dem absoluten Mega-Comeback. Was? Ja, Mann! Wow. 2-0! So! Du hast nicht beendet! Oh, das ist Luigi. Ich glaube, du hast gut. Ja! Peach! Ja. Was? 3,8? Stark! Peach. Okay, sehr, sehr gut. Dennis. Richtig. Was jetzt? Oh! Oh. Ja! Jawohl! Let's go! Ich mach das nicht sauber, meine Lieben. Wir sind bei 2.820 Euro. Genau. Das ist schon mehr dran, als man denkt. Ja, aber das dauert jetzt halt dann auch wieder mindestens ein Jahr, bis das wiederkommt. Steht ihm echt? Sieht echt gut aus. Vielen, vielen lieben Dank ans Spenden und auch vielen Dank an euch fürs Teilnehmen. Und vielen Dank an Philips fürs Möglichmachen dieses wunderschönen Livestreams. 2.835 Euro, ihr habt es gesehen, ich bin jetzt Schnurrbartträger. Und ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Es war mir eine absolute Ehre und ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis dahin sind wir raus. Tschüss.